Welche Aussicht, ungeheure Abgründe in der Nähe, eine Riesenkette von Bergen in der Ferne und endlose Flächen. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Einer, der aus der Stadt gekommen war und zum ersten Mal in seinem Leben einen Berg erstiegen hatte, schrieb das vor rund 150 Jahren. Die Literaturgeschichte hat ihn später als düsteren Sänger, unheilvoller Schwermut, als Melancholiker, als Neurotiker abgestempelt. Aber hier, auf dem Gipfel des Traunsteins, hoch über dem Traunsee, da ist er sicher ein anderer Mensch gewesen, ein glücklicherer. Dieser Nikolaus Franz Nimpf-Schädler von Strelenau, Ihnen sicher besser bekannt als Nikolaus Lenau. Ja, Romuald Pegni, der Romy Pegni, großer Schauspielkollege. Star der Münchner Kammerspiele, Burgtheater, Salzburger Festspiele. Aber vielleicht erinnern sich manche noch an ihn, an seine Fernsehauftritte als Prediger Abraham aus Santa Clara, der von der Kanzel herunter seine wortgewaltigen Reden auf die verschüchterten Schäfchen schmettert. Und ein Liebhaber des Salzkammerguts war Pegni natürlich auch. Und so war er am 29. Mai 1982 der erste Moderator der ersten Land der Berge-Sendung, damals noch in Magazinform. Und damit dürfte diese Sendung wohl die zweitälteste ständige ORF-Sendung nach der Zeit im Bild sein. Und heute bin ich am Traunstein und es ist die 279. Folge. Faszinierende Bilder von diesem Berg erwarten Sie und etliches weitgehend Unbekanntes, vor allem aber Winterbilder, aber nicht solche vom Schrecken des Eises und der Finsternis, sondern von der Schönheit des Eises und des Lichts. Der Romy Pegni hat den Dichter Nikolaus Lenau zitiert und der hat am 15. Juli 1831 den Traunstein bestiegen, geführt von einem Gemsenjäger und dessen Schwester. Und er hat davon einem Freund berichtet: Schon am Fuß des Berges hatte mich eine Art Freudenrausch ergriffen. Meine Zuversicht stieg mit jedem Schritt. Ganz oben trat ich dann heraus auf den Rand eines Abgrunds. Der Jäger frohlockte: Das ist Courage, da ist noch keiner von die Stadtleut ausgetreten, Bruder. Die Minute, die ich auf jenem Rande stand, war die schönste meines Lebens. Jeder, der zum ersten Mal auf diesem Gipfel steht, wird Lenaus Worte verstehen. Der Traunstein wacht gleichsam über den Eingang zum Salzkammergut, wächst aus einem See, den schon die Römer Lacus Felix glücklicher See genannt hatten. Viele kennen nur die Westseite des links vom Grünberg flankierten Berges. Rechts der Erlakogel, im Volksmund wegen seines Kammes, der dem Kopf einer schlafenden Frau gleicht, schlafende Griechin genannt. Im Süden dann das tote Gebirge und der Gletscher des Dachsteins. An der Rückseite des Traunsteins, der in einem Naturschutzgebiet liegt, der Laudachsee, ein Lieblingsort Lenaus. In der Nähe eines der Hochmoore der Bundesforste, die im Gegensatz zu Niedermooren nur vom Regenwasser gespeist werden. Wir sehen hier im Hintergrund diese Kanäle. Um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, wurde hier Torf gestochen. Um das Torf zu stechen zu können, wurde das Moor entwässert. Seit dem Jahr 2017 sind die Bundesforste gemeinsam mit der EU in einem Moorrevitalisierungsprogramm, wo wir auch dieses Hochmoor hier am Laudachsee revitalisieren. Diese ehemaligen Kanäle werden durch Spundwände in Lärchenholz geschlossen, um den Wasserhaushalt des Hochmoores Laudachsee zu steigern. Oberhalb des
Laudach-Moores, wo wir jetzt die Bergkiefer sehen, die Zwergbirke. Wir sehen hier Sonnentau, wir sehen Heidekraut, wir sehen Schwarzbär. Erhebt sich der Katzenstein. Am und um den Traunstein gab es 267 Kletterrouten. Gerade dieser Katzenstein ist ein sehr ausgewiesenes Brutgebiet des Wanderfalkens, der als sehr gefährdet gilt. Daher wurden zwei Kletterrouten zum Schutz der Wanderfalken zurückgebaut. Durch den Wald auf der Grünbergkuppe führt in rund 15 Meter Höhe ein 1400 Meter langer Baumwipfelpfad. Der mündet in einem 40 Meter hohen Turm, der einen prachtvollen Ausblick verspricht. Ein halbes Jahrhundert ist seit Lenaus Aufstieg auf den Traunstein, auf dem heute zwei Hütten, die Gmundener Hütte des Alpenvereins und das Naturfreundehaus stehen, vergangen. 1882 war ein bedeutendes Jahr in der heroischen Epoche des Alpinismus, mit den Taten der berühmten Wiener Brüder Sigmondi und des Salzburgers Ludwig Burcella. Im Oktober berichtete das Gmundener Wochenblatt mit begeisterten Worten von der Großtat dreier kühner Gmundener am markantesten Pfeiler des Traunsteins, dem Adlerhorst. Er ist schon mehrfach auch von Jägern zu ersteigen versucht worden, um das Nest des für die Jagd und Fischerei so schädlichen Raubvogels zu zerstören. Es war aber unmöglich, den Fels zu bezwingen. Einige kühne Bergsteiger, Hans Herndler, Johann Daxner und Karl Fried, versuchten es neuerlich. Die Expedition scheiterte mehrmals an der Überbrückung der zwei Felsspitzen des Adlerhorsts mittels Seil. Bei einem weiteren Versuch sollten Herndler und Daxner in die Schlucht zwischen die zwei Spitzen hinabgelassen werden. Mit Hilfe einer mehrsprossigen Leiter, durch Klettern mit bloßen Füßen und turnerischer Kraftanstrengung, sollte das Werk gelingen. Drei heutige erfahrene Gmundner Bergretter, gestandene Männer, beim Versuch, die kühne Tat in der Ausrüstung von einst zu wiederholen, mit Hanfseil um den Bauch gebunden, Leiter, zunächst genagelten Bergschuhen und dann bloßfüßig. Alles ohne Helm. Der einzige Kopfschutz, ein normaler Hut. Das Hanfseil bindet nun die Helden zum treuen, unzertrennlichen Bündnis. Der Einstieg ist erreicht. Wird dieser sich auftürmende Fels unsere Bergsteiger vorzeitig in die Flucht schlagen? Nein! Er findet Griff um Griff, Tritt um Tritt. Und er zeigt Können und Erfahrung dieser Gruppe. Er gewinnt rasch, Meter um Meter. Selbst die schwierigsten Wandstellen werden in unnachahmlichem Stil überwunden. Es ist geschafft. Wieder hat Mannestum und Mut einen kühnen Anstieg in den heimatlichen Bergen erschlossen. Tief unten im See liegt Schloss Orth. Seit der Fernsehserie Schlosshotel Orth weit über die Grenzen Österreichs bekannt. Ein Hotel gibt es dort allerdings nicht. Wohl aber ein Restaurant und ein Museum der Gmundener Bergrettung. Der Gmundener Hausberg der Traunstein ist ein Berg, der eigentlich nur läppische 1691 Meter hoch ist. Jedoch
in Relation dazu unzählige schwere Bergunfälle zu verzeichnen hat, wenn man bedenkt, dass in den letzten 120 Jahren mehr als 135 Tote zu beklagen sind, glaube ich, spricht das schon Bände. Parallel zu dieser Ausstellung gibt es auch ein Buch mit dem gleichen Titel, Mythos Traunstein. Auch darin ist die Geschichte unseres Hausbergers im Detail dokumentiert. Im Museum erinnern Exponate an die glorreiche Tat von Fried, Dachsner und Herrnler. Löwenmut ist der Wilden höchstes Gut, schrieb er in sein Tourenbuch. Von Beruf Lederhändler erhielt er später den Bürgerbrief, wurde sogar Ehrenbürger der Stadt Gmunden. Frühe erste Gipfelbücher berichten von erfolgreichen Touren über den Herrnler, den Naturfreunde und den relativ, aber nur relativ leichten Meieralmsteig. Auch Tiere halfen Menschen zu retten. Eine Replik des berühmten Ajax, der besonders bei der Heilbronner Dachsteinkatastrophe 1954 Großes vollbrachte. Der Bergrettungshund wurde dafür auch vom deutschen Staat ausgezeichnet. Ebenso erhielt er für seine vielen anderen Einsätze Lebensrettermedaillen. Ein Buch machte ihn zum Liebling der Kinder. Sie schrieben ihm Briefe an den Lawinenhund Ajax im Salzkammergut. Und alle diese Briefe kamen auch an. Lebende Vorläufer des Funkgerätes, Brieftauben. Ab 1938 wurden sie in einem Käfig auf den Berg getragen und von dort mit den Notizen der Bergretter ins Tal geschickt. Notmacht erfinderisch, ein übrig gebliebenes Wehrmachtsfernrohr. Als Vorläufer der heutigen Helmlampen eine Fahrradlampe, die um die Brust gebunden wurde. Dazu ein Blechrohr als Megafon. Der Bergretter Alfred Püringer war sogar ein Kletterpartner des berühmten Hermann Buhl. Düster die Erinnerung an Menschen, die am Berg verschwanden und nie mehr gefunden wurden. Auch zwei Unglückliche begingen am Traunstein Selbstmord. Den einen fand man noch bekleidet, als Mumie in der Gmundner Hütte. Bei dem zweiten lag neben dem Skelett ein Abschiedsbrief. Meine letzten Worte. Bei Gott, wenn mich die Menschen in Gmunden genauer beobachtet hätten, sie hätten gesehen, was ich vorhatte. Wenn jetzt mir jemand gut zuredete, ich ging zurück und würde mich bemühen, ein ordentlicher Mensch zu werden. Kein feiger Zweck oder Ausweg und soll ich selbst zugrunde gehen. Nein, die Leute würden sagen Propaganda und ich wäre zu feig gewesen. Und niemand soll das von mir sagen. Jetzt suche ich mir einen Ruheplatz, dann injiziere ich mir das Morphium mit etwas Kokain, dann 9,5 Gramm Veronal, Wasser darauf getrunken, Zigarette geraucht, einschlafen, finis incipit. Sollte man mich gleich finden, so bitte ich mich sezieren und Vaters Grab. Die Sachen, die ich bei mir habe, gehören meinen Eltern. Ende. Furchtbar. Meine armen Eltern. Ich kann nimmer schreiben. Verzeihung. Der Berg forderte auch Opfer aus den Reihen der Bergretter. Dezember 1962, beim Aufstieg zu einer Weihnachtsfeier in der Gmundner Hütte, riss ein Schneebrett drei von ihnen vor den Augen der Kameraden in die Tiefe. Sommer am Traunstein. Ferienzeit für Familien und Kinder. Die sollten am Berg all das beachten, was Peter Cäsar, Bergretter und Inhaber einer Alpinschule, seinen jungen Gästen beim Aufstieg über den Meieralmsteig einprägt. Mit Kindern am Berg ist das Wichtigste, sich Zeit zu nehmen und einmal zu schauen, dass die Wetterverhältnisse ja wirklich dementsprechend sind. Passt mit, ein wenig auf, ein wenig abschüssig, gell? Halt sich gut an, Abstand halten, konzentrieren. Wenn wir da jetzt am Traunstein sind, sollen die Kinder eigentlich schon ein bisschen eine Grundkondition mitbringen und nicht unbedingt sehr ungeschickt sein. Der Traunstein ist von alle Seiten, aber wenn wir heute den leichtesten Weg gehen, ein schwieriger Berg letztendlich und nicht ungefährlich, wie man weiß. Gutes Schuhwerk, ganz wichtig.
Eile mit Weile. Ganz wichtig, immer wieder Pausen. Durch das ganze Tagesprogramm gemütlich und locker angehen. Jede Menge Flüssigkeit mitnehmen, immer wieder Snacks auch zwischendurch Pausen machen. Ich rüste immer meine Teilnehmer, haben immer alle einen Gurt mit, weil man weiß nie. Und werden auch mit Seil, wenn es nicht mehr geht, einfach dazu gehängt. Also Sicherheit steht bei uns immer an erster Stelle. Ihr seht, wir haben heute schon den ganzen Tag so Markierungen am Weg gehabt. Wieso haben wir die? Weiß das wer? Für was sind die gut? Rot-Weiß-Rot, das ist eher eine internationale Geschichte mittlerweile. Das hat den Sinn, wir haben da zwar einen schönen Weg und man sieht eigentlich alles, aber es gibt einen Nebel. Es gibt einen Wetterumschwung und auf einmal sieht man die Hand nicht mehr vor dem Gesicht. Ne? Zudem sind diese Orientierungsmarker gesetzt worden. Und wieder dahinter, da beim Feuerkugel. Super, Wemmersberg. Rechts ist dann der Feuerkugel mit der Abfahrt. Dazu Abfahrt. Und direkt unten vor uns, haben wir heute schon einmal gesagt, das ist ein kleiner Schönberg. Gegen Norden der weite Blick ins Alpenvorland. An besonders klaren Tagen sieht man bis zum Böhmerwald. Das Ziel, das berühmte Gipfelkreuz, naht. 10 Meter hoch ist es den gefallenen Soldaten beider Weltkriege gewidmet. 600 Menschen schleppten dafür in nur 2 Tagen rund 4000 Einzelteile auf den Berg. Im August 1950 wurde es von 3000 Menschen eingeweiht. Der Traunstein, seit Jahrhunderten ein ideales Gamsrevier. Das ist hier das Gebiet Meieralm am Traunstein. Wahrscheinlich eines der faszinierendsten Gamsjagdgebiete hier im Salzkammergut. Ich behaupte mal, wahrscheinlich eines der schönsten Gamsjagdgebiete in Österreich. Das haben schon gekrönte Häupter gewusst, Kaiser Maximilian. Er hat hier am 14. November 1506 den Traunstein bestiegen und hat sicherlich auch Weidmannsheil gehabt. Auch vor ca. 200 Jahren ist der steirische Prinz, Erzherzog Johann, hier bereits der Gams nachgestellt. Er hat hier in Oberösterreich am Traunstein seine erste Gemse erlegt. Einer der bekanntesten Jäger in der österreichischen Geschichte war mit Sicherheit Kaiser Franz Josef. Nach ihm ist er sogar eine eigene Jagdfanfare komponiert worden. Man muss beim Gamsjagen einen Teil von sich selber hergeben. Du musst selber Energie, Leidenschaft hergeben, nicht nur auf dem Hochstand sitzen, sondern du musst auch zum Teil im schroffen Gelände, so wie da am Traunstein, das wieder legen. Was sagst du? Braver Bock, ja? Braver Bock, ja. Guter Bock, gell? Ja. Deswegen, wenn man es dank. Die Haare auf dem Aalstreif, dem dunklen Strich auf dem Rücken der Gams, werden für die neben den Krickeln begehrteste Trophäe gerupft. Burgel Schrammel aus Bad Aussee ist neben anderem eine bekannte Gamsbadbinderin. Die Gamshaar, die kriege ich von den Jagern in der Form, so, wenn es mir braucht. Und die Haare kommen von den Aalstreif. Ich habe auch schon Haare gekriegt von Tirol und von Bayern. Aber die schönsten Haare, die ich mein Lebtag in der Hand gehabt habe, sind von Neuseeland gewesen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, boah, das ist eine lange Geschichte. Die lange Geschichte beginnt am anderen Ende der Welt. Im 1769 von James Cook für Englands Krone in Besitz genommenen Neuseeland. Wie Österreich ist es ein Land der Berge, in das zunächst Schafe importiert wurden. Jagdbares Wild hingegen gab es erst 1861 durch aus England eingeführte Hirsche.
Dann erfuhr die Regierung, dass Englands König Eduard VII. Kaiser Franz Josef in Ischl besucht und einer Gamsjagd beigewohnt hatte. Das ist kein Salzkammergutsee. Das sind auch keine Traunseeschwäne, sondern Flamingos an einem riesigen See im Norden Kenias, dem heutigen Lake Turkana. Entdeckt 1888 vom K&K-Linienschiffleutnant Ludwig Höndl und seinem ungarischen Freund Graf Teleki. Sie benannten den See damals nach Kronprinz Rudolf. 1905. Höndl besuchte mit seinem Kreuzer Panther Neuseeland und initiierte, als er vom Gemsenwunsch der Gastgeber hörte, ein von Franz Josef gebilligtes Tauschgeschäft, Gemsen aus Österreich gegen seltene Vögel aus Neuseeland für den Tiergarten Schönbrunn. Frühjahr 1906. Im kaiserlichen Erla-Kogelrevier werden vorsichtig mit Netzen 8 Gemsen, 2 Böcke und 6 Geißen gefangen. Dann den Rest des Jahres so betreut, dass sie dem Forstpersonal aus der Hand fressen. In gepolsterten Holzkissen, mit Futter und Wasser versorgt, werden sie dann in einer 49-tägigen Weltreise rund um das Kap Horn nach Neuseeland geschickt. Im März 1907 kommen sie dort wohlbehalten an, werden im Gebiet des Mount Cook, des höchsten Berges Neuseelands, ausgesetzt und vermehren sich bald. 8 Gemsen als freundschaftliches Bindeglied zweier Länder. Wohl aus Dankbarkeit benannte Neuseeland einen Gletscher am Mount Cook nach Kaiser Franz Josef. Wo man so überall hinkommt als österreichische Gams. Ja, die Gamserln schauen zum Braun, die sind so lieb zum Schauen. Und wenn's das Schießen willst, da musst du Affe trauen. Sie sind ja so geschwind als wie der Wind. Sie fangen zu pfeifen an und sind davon. Spätherbst am Traunstein. Ein früher Winter kündigt sich an. Lange haben diese beiden Gmundener Bergretter, der Chirurg Karl Ahammer und der Rechtsanwalt Christoph Mizelli, auf ideale Bedingungen für die Winterbegehung über den Naturfreundesteig, eine schwere und nur erfahrenen Alpinisten vorbehaltene Tour, gewartet. Kaltes Wetter, Sonne und vor allem fester Schnee. Das Warten hat sich ausgezahlt, ein Tag der Tage. Und jetzt steige ich noch.
unter den 265 Klettermöglichkeiten am Traunstein auch diese direkt aus dem See wachsende Wand. Die Schuhe. Naja, da hat sich natürlich einiges verändert im Laufe der Zeit. Das ist klar. Wenn man an das Klumper denkt, mit dem wir noch arbeiten haben müssen, nicht? Ist natürlich heute schon ein bisschen anders. Ja, aber es ist auch gegangen, wir sind auch aufgekommen. Ja. Das kommt mir schon ein wenig einfacher vor mit den Batscherl jetzt. Allein schon, wenn ich an die Eisenkarabiner denke, die wir durch die Gegend geschleppt haben. Da ist Gewicht zusammengekommen. Ja. Die Seile, die wir damals verwendet haben, die waren ja auch schon in Ordnung, die waren nicht gut. Ja. Erst ist mit 30 Meter angegangen. Ja. Dann 40, dann 50 zu unserer Zeit noch, das haben wir noch mitgemacht. Diese zwei Bergretter schrieben nach dem Zweiten Weltkrieg in der Eiger Nordwand Alpingeschichte. Aber auch dort hat sich viel verändert. Die Eisfelder sind zum Großteil gar nicht mehr vorhanden. Weggeschmolzen. Ja. Das zweite Eisfeld ist auch häufig schon gerissen. Wir sind Steigeisen gewechselt, wie es bei uns war. Klettern, Schösen, dann wieder Eis. Wieder anschnallen, ohne Bändern, ohne allen. Kein Steigeisenbändern. Das war alles sehr mühsam. Die Natur erobern durch Strapazen, durch körperliche Opfer. Du eroberst sie doch hoffentlich momentan stets und überall durch deine empfänglichen Augen, deine empfängliche Seele, auch ohne direkt angeseilt zu sein, auf Schwindelplatten. Wehe dir, wenn du erst Mühe brauchst, um das zu genießen, was Gott dir ganz von selbst spenden wollt in seiner Gnade. An versicherte Steige in Felswänden dachte der Allgütige freilich nicht. Der das mit scheinbarer Entrüstung geschrieben hat, war viele Jahre zur Sommerfrische in Gmunden. Er war auch Stammgast hier im Café Grellinger. Es war der Schriftsteller, der Dichter der kleinen Dinge, wie man ihn genannt hat, Peter Altenberg. Im Gästebuch des traditionsreichen Cafés findet sich natürlich auch seine Unterschrift. Neben unzähligen anderen weltberühmten Gästen. Gmunden, das war nämlich schon Jahrhunderte, bevor Bad Ischl zur kaiserlichen Sommerfrische avancierte, als Sitz des landesfürstlichen und dann des kaiserlichen Salzamtes die bedeutendste Stadt des Salzkammerguts. Unter Kaiser Friedrich III. Und seinem Sohn, dem berühmten Maximilian I., sogar zeitweise Residenzstadt. Ich habe eingangs gesagt, Altenberg hat das mit scheinbarer Entrüstung geschrieben. In Wahrheit aber war auch er ein leidenschaftlicher Bergwanderer. Auf der niederösterreichischen Rax, auf dem Schneeberg, vor allem auf seinem geliebten Semmering, aber auch in den Dolomiten. Als Adresse hat Altenberg, der eigentlich Richard Engländer geheißen hat, angegeben: Wien, 1. Bezirk, Herrengasse, Café Zentral. Und nach seiner Lieblingsbeschäftigung gefragt, hat er einmal geantwortet: Den Sommer in Gmunden verbringen und den See anstarren vom Morgen bis zum Abend. Ich liebe die Landungsstege an den Salzkammergutseen. Die alten grau-schwarzen und die neueren gelben. Sie riechen so gut wie von jahrelang eingesogenem Sonnenbrande. In dem Wasser um ihre dicken Pfosten herum sind immer viele ganz kleine grausilberne Fische, die so rasch hin und her huschen, sich plötzlich an einer Stelle zusammenhäufen, plötzlich sich zerstreuen, entschwinden. Das Wasser riecht so angenehm unter den Landungsstegen, wie die frische Haut von Fischen. Wenn das Dampfschiff anlegt, erbeben alle Pfosten und der Landungssteg nimmt seine ganze Kraft zusammen, den Stoß auszuhalten. Die Maschine des Schiffes kämpft einen hartnäckigen Kampf mit dem in renitenter Kraft verharrenden Landungsstege. Er gibt nicht nach, wehrt sich nur, soweit es unbedingt nötig ist, nach außen hin und erzittert vor innerem Widerstande. Endlich siegt seine ruhige, in sich verharrende Kraft und das Schiff lässt locker, gibt nach, entfernt sich wieder. Stunden um Stunden liegt der Landungssteg für Dampfschiffe,
meistens im Sonnenbrande dörrend, wieder einsam und gemieden dar. Wie Peter Altenberg liebte auch Johannes Brahms Gmunden. Eine große Sammlung persönlicher Gegenstände, darunter auch sein Klavier, erinnert im Stadtmuseum an den großen Musiker. Es ist das alleinige Verdienst des mit Brahms eng befreundeten Wiener Industriellen und Kunstsammlers Dr. Viktor Miller zu Eichholz und seiner Frau Olga. Nach vielen Sommerfrischen in Bad Ischl genoss Brahms in seinen letzten Lebensjahren die Gastfreundschaft des Ehepaars in dessen Villa. Nach dem Tode des unverheirateten und erbenlosen Brahms 1897 baute Viktor Miller Eichholz ein kleines Häuschen im Park seiner Villa zu einem Brahms-Museum aus. Seine Erben vermachten das Inventar des Museums der Stadt Gmunden, die kostbare Sammlung, berührendes Zeugnis einer engen Freundschaft zweier bedeutender Männer. Zum engsten Freundeskreis beider zählte auch ein weiterer großer Komponist. Karl Goldmark. Seine Oper »Die Königin von Saba« war bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges eine der meistgespielten. Alles, was ich in den 40 Jahren seit 1870 schuf, ist in Gmunden entstanden, bekannte der Komponist 1910. Daran erinnert auch seine zweite, die Gmundner Symphonie. Einer, der schon viel von der Welt sah, darüber schrieb, in Bewunderung der Landschaft. Das Zusammenspiel von Wasser und Felsen, von einem See oder auch dem Meeresspiegel und dem Gebirge, erinnert auf der einen Seite an die wunderbarsten, faszinierendsten Formen der Fortbewegung. Zum einen das Schwimmen, das sehr viel mit dem Fliegen, mit der größten Leichtigkeit zu tun hat. Und zum anderen die Mühe, das eigene Gewicht durch die Vertikale hoch zu stemmen, hoch zu ziehen oder eben auch nur durch steile Hänge hoch zu schleppen. Aber es erinnert auch an eine Grundlinie aller Höhe, nämlich den Meeresspiegel. Alle Höhe, selbst die Höhe der küstenfernsten Gebirge, wird ja als Meereshöhe vermessen, also als die Distanz zwischen dem Meeresspiegel, der Küste und dem jeweiligen Gipfel. Und dieses Zusammenspiel findet sich, auch wenn die Seespiegel hier im Salzkammergut 400, maximal 500 Meter über dem Meeresspiegel liegen, aber dieses Zusammenspiel erinnert an die Grundbefindlichkeit aller Landschaft, nämlich die Grundlinie des Meeresspiegels und die Höhe der Gipfel. Aus den südlichen Fenstern dieses Kaiser Franz Josef Jubiläums Lehrerheimes, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, wenn man da in die Landschaft sah, dann war ihm in südöstlicher Richtung das Tote Gebirge, in südwestlicher Richtung das Höllengebirge. Und in der Mitte stand eben dieser Traunstein als eine Art Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und viele meiner Fantasien, auch märchenhaften Fantasien, bewegten sich um diesen Berg. Nachdem ich auch eines der ersten Bücher meines Lebens die Alpensagen waren, spielte alles, was sozusagen märchenhaft, fantastisch, abenteuerlich war, vor dem Hintergrund dieser Bergkulisse, vor allem des Traunsteins. Und als ich ihn dann tatsächlich zum ersten Mal eben als 5- oder 6-Jähriger den Gipfel dieses Berges erreichte, über den Naturfreundesteig, hatte ich das Gefühl, alle Fantasie ist berechtigt. Also man steigt tatsächlich vom Wasser in die Höhe, und zwar durch alle Ebenen der Fantasie. Also in das Reich der Elfen und Zwerge einerseits, der Wettergötter, der Sturm- und Windgötter. Und gleichzeitig war es aber auch
schon damals, und das galt dann späterhin in sehr viel höheren Bergen, in Nepal oder in Tibet auch, eine Zeitreise. Denn am Fuß des Berges sich aufzumachen, um in die Höhe zu steigen, bedeutete ja immer auch, durch Zeitalter zu gehen. Mit jedem Schritt in die Höhe bleibt die Zivilisation, alles, was an die Gegenwart erinnert, immer weiter zurück, bis man am Ende oben, nicht mal ganz oben, sondern irgendwo oben, sich in einer Landschaft wiederfindet, die sich jetzt nicht viel anders präsentiert als vor 100.000, 300.000, 500.000 Jahren. Und aus dieser tiefsten Vergangenheit und Menschenferne wieder zurückzukehren in die Geborgenheit der Zivilisation oder damals des Elternhauses, das war ihm eine Reise, die an Abenteuerlichkeit nicht zu überbieten war. Bei allem Können, aller Freude am Bergsteigen und Klettern kommt es doch öfters zu kritischen Situationen. Dann sind die rund 40 Mitglieder der Gmundner Bergrettung, die 2020 100 Jahre alt wird, gefordert. Es sind Freiwillige aus allen Bevölkerungsschichten, alle hochmotiviert, alle exzellente Alpinisten. Wir haben heute die Verständigung gekriegt, dass zwei Kletterer am Mirsli-Pfeiler hängen geblieben sind. Wir sind in eine relativ schwere Klettertour eingestiegen, haben dann nicht mehr weiter können und haben uns angerufen, dass sie Hilfe brauchen. Die zwei Hilfesuchenden, ein Mann als Seilerster, unter ihm eine Frau. Wir sind dann mit 13 Mann von hinten aufgestiegen auf diesen Pfeiler und haben uns von oben abgeseilt. Die Schwierigkeit für uns ist eigentlich dort, dass das hinten auch Absturzgelände ist, der Aufstieg, und wir das alles mit Seilgelände versichern müssen, und darum gestaltet sich für uns solche Einsätze relativ schwierig. Ja, passt. Die umfangreiche Ausrüstung, die für den Laien verwirrende Zahl der Seile, all das verlangt ein eingespieltes Team. Der Seilerste ist erreicht. Das Seil des Geborgenen, der jetzt bereits am Seil des Retters hängt, ist nicht mehr nötig. Auch die Seilzweite ist gesichert. Ein erleichterter Blick nach oben. Die imponierende Ostwand des Traunsteins und ihr Grat, die Route des erfahrenen Hartmut Gföllner. Diesmal liegt eine dicke Wolkendecke über dem See.
Hoch über dem Laudachsee konzentriert sich Gföllner auf die kommenden Meter. Nach dem Aufstieg wartet am Traunstein ein mühsamer und oft nicht ungefährlicher Abstieg. Nicht so für Gföllner. Eine Erinnerung an zwei Traunstein-Freunde. Hans Gmoser und Leo Grillmeier, zwei Linzer, wanderten nach dem Krieg bettelarm nach Kanada aus, arbeiteten zunächst als Bergführer und Skilehrer. Dann wurde Gmoser der weltberühmte Vater des Heliskiings. Und dann kamen beide aus der neuen Welt in die nie vergessene alte Heimat zurück. Ich bin jetzt in Kanada daheim. Das ist gar keine Frage. Ich bin immer noch stolz darauf, dass ich Österreicher auch bin. Das verlieren wir nicht. Österreich ist immer noch Österreich. Das da drin. Auch ein Lied hatten sie nicht verlernt. Ich habe dich so gern, wir Kinder sei Mutter. Mein Herr, wir Kinder.